Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr seht, spielen wir Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ja, und gut, ich habe mir so gedacht, ja komm, warum spielst du denn nicht mal ein wenig Dragon Ball Z? Ich meine, das hat man damals immer gespielt. Es war mein absolutes Lieblingsspiel damals auf der PS2, also muss ich schon sagen, es war richtig genial. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier mal die Dragon Ball Geschichte durchspielen, komplett von Anfang bis Ende. Und ja, es wird auf jeden Fall, Pokémon Smaragd ist ja abgebrochen, wie ihr wisst. Und, also okay, nicht wie ihr wisst, aber wie ihr jetzt wisst, weil ich gerne dieses Projekt machen möchte, weil mir die Monotyp-Challenge jetzt nicht so gefallen hat und deswegen spielen wir jetzt noch eine Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 und wir spielen die Story natürlich als erstes durch. Ja. Und ja, ich freue mich riesig auf dieses Let's Play. Also, ja, oh geil. Ich habe es so lange nicht spielen können und ja, wir spielen natürlich auf normal, weil ich muss mich erstmal wieder einspielen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, also meine Skills sind echt doof. Ich habe zwar mal ein paar Kämpfe so, ja, probiert, sagen wir es mal. Es ging ganz gut, aber ich weiß auch nicht. Es könnte besser sein, aber auf jeden Fall spielen wir jetzt als erstes mal die Saiyajin-Saga, womit eigentlich alles anfängt. Ja, und wie ihr wisst oder die Dragon Ball jetzt nicht kennen, ja, nach dem Kampf gegen Piccolo, König Piccolo, der Teufel, hat Son Goku ein Kind gekriegt namens Son Gohan und ja, ein komischer Kerl namens Raditz kommt und empfiehlt sein Kind und möchte halt, dass Son Goku die Erdlinge ausrottet und, ach, wie ihr schon lest, ich kann es ja vorlesen. Ja, wenn man's. Also hier steht: Urplötzlich kreuzt Saiyajin Raditz auf und Son Goku und Piccolo bilden angesichts eines so starken Gegners vorübergehend ein Team. Der Z-Level-Kampf hat begonnen. Ja, denn Raditz ist schon ein dummer Kerl. Der Doofmann hat Son Gohan entführt. Und dafür wird er teuer bezahlen, der Typ. Ja, und so sieht Son Goku aus, wenn er das erste Mal auftaucht oder kämpft, sagen wir es mal so. Und ich finde die Story halt richtig cool hier. Also generell die Story von Dragon Ball ist richtig genial. Geile Omatiko, ich weiß gar nichts. Oh, das ist einfach so geil. Jetzt seht ihr mal meine richtigen Skills hier. Meine richtigen Skills. Mal gucken, was kann ich denn hier alles. Los, hau den weg hier, Son Goku. Also ich kann auf jeden Fall so machen. So. Also wenn ihr meinen Controller hättet, ja, kann ich auch nichts ändern. Tut mir leid, Freunde. Nein, 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 ich will dein Geschenk nicht. Kann ich Kaioken? Ja, cool. Boah, Kaioken war früher so eine geile Attacke. Unnormal geil. Und das Spiel ist auch generell geil. Ich hoffe, das Let's Play wird euch massig gefallen. Oh, wir können eine Aufgabe fortführen. Oh, jetzt kommt Piccolo wahrscheinlich. Ja, Piccolo muss jetzt ein wenig übernehmen hier. Und wir haben natürlich getroffen. Geil. Aber wir wollen ja nicht nur hier mit Fähigkeiten. Alter. Fuck, was geht denn bei dem? Der hat ja unnormal abgezogen, der Typ. Nein, nein, ja. So, und jetzt machen wir was hier, Piccolo. So eine Dämonenwelle. Alter. Der Typ. Seht ihr das? Ey, der gibt uns also wir können ihn nicht mal angreifen. Ich bin so blöd. Warum? Ich will jetzt nicht schon versagen im ersten Part. Nein, das kann nicht sein. So, gut. Oh Gott, wir brauchen deine Hilfe, Son Goku. So. Was kommt jetzt? Piccolo kann nicht mehr. Alles in Ordnung, Piccolo? Okay. Was passiert jetzt? Los, wir müssen austauschen. Piccolo kann nicht mehr. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht so eine große Einleitung machen hier. Wie ihr schon mitbekommen habt, habe ich ja ganz schön mit der Story jetzt angefangen, weil ich bin nicht so einer, der große Töne spuckt. Wie gesagt, Smaragd Edition ist beendet, also abgebrochen, habe ich gelöscht, ganz vom Kanal. Und wollte jetzt unbedingt dieses Projekt anfangen. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ja,
schnelle Spielgeschehen ist immer noch besser als, ja, als die ganze Zeit noch lange Einleitung zu labern. Und ja, wir werden Son Gohan retten. Ich mache nochmal eine Kaioken. Ja, ist klar, er trifft oder was? Das ist aber unfair. So, ich habe mir gedacht, für die Dragon Ball Parts werde ich 20 Minuten machen. Finde ich ganz angemessen, oder je nachdem, 15 bis 20 Minuten, wie die Situation es gerade hergibt. Und in gewissen guten Sequenzen werde ich mich auch muten, damit ihr es lesen könnt und verstehen, weil es gibt schon richtig epische Momente in dem Spiel, das muss man echt sagen. Zum Beispiel, wenn Son Goku zum Super Saiyajin wird und was nicht alles. Aber es wird schon richtig Bombe werden, das Projekt. Ich hoffe es einfach. So, jetzt reden sie gerade darüber, ob jemand noch so einen Spezialmove machen könnte, so wie die, wie ihr wisst, die Höllenspirale, die Piccolo auf Lager hat, aber in dieser Zeit muss Son Goku ihnen Raditz noch ein, oh Gott, ein wenig ablenken, damit wir, also damit, wir müssen ihn ablenken, damit Raditz, okay, ich mach meine Genki da mal, damit Raditz beschäftigt ist und Piccolo die Höllenspirale machen kann. So, erfolgreich gemeistert hier. Aber wir können ihn immer noch nicht schaden, ey. Komm, hau mal eine Kaioken raus. Kannst du das, Son Goku? Nein! Ach, lass mich doch in Ruhe. Boah, das wird so hardcore werden. Nein! Okay, ist er fertig? Los, Piccolo, schaffst du es? Ja, Piccolo kommt. Okay. Kann ich die jetzt tun? Mach schon. Ich will sie jetzt noch nicht einsetzen. Jetzt. Da kommt sie. Die Höllenspirale. Los, Piccolo. Gib ihm die Höllenspirale. Finish KO. Sauber. Verflucht, dass mich diese Schwächen schlagen konnten. Los, stirb. Aber meine Partner im Weltall haben alles mitgekriegt. Ja, aber wer sind diese mysteriösen Partner? Wer ist das? Sie werden in einem Jahr hier sein. Zwei Saiyajin, die genau noch mehr darauf haben als ich. Bis dahin solltet ihr die wenige Zeit, die euch noch bleibt, genießen. Okay, also heißt es jetzt, dass nach einem Jahr wirklich noch jemand kommt? Aber wer kann das nur sein? Wenn Raditz nicht so viel labern würde. Er ist tot. In die Hölle mit ihm. Den komischen Gauzi. So, wir sind fertig mit der ersten Mission. Jawohl, gemeinsamer Feind war die erste Mission. Ja, und Saiyajin Sagas von Gokus stille Wut haben wir freigeschaltet. Das sieht doch super aus. Spieler speichern, ja, das wollen wir. Das können wir auch tun. Ja, Spielstand überschreiten. Weil nach jeder Mission kann man speichern, ist gut. So. Dann machen wir doch mal Son Gokus stille Wut. In Ordnung, los geht's. Dann kann ich das noch lesen irgendwie? Also hier steht, Saiyajin Nappa besitzt übergewaltige Kräfte und die Z-Kämpfer schlagen verzweifelt zurück, während sie auf Son Gokus Eintreffen warten. Ja, weil Son Goku wurde ja durch die Höllenspirale eigentlich mitvernichtet, dass man jetzt da eigentlich nicht so gesehen hat. Denn er hat sich eigentlich hinter Raditz gestellt, damit die Höllenspirale hundertprozentig trifft. Und ist tot. Und kommt, ist jetzt auf dem Weg wieder zurück auf die Erde. Hat trainiert bei Meister Kaio. Und wir werden jetzt mit Tenshinhan und den anderen Leuten kämpfen. Ach du Scheiße, der hat blaue... der hat blaue Demonskirchen, ey. Boah, wir ziehen da überhaupt nichts ab. Was eine Maschine, dieser Nappa, ey. Richtige Maschine. Hier, da Tomba.
Also da bleibe ich wirklich auf Distanz bei dem Freak hier. Denn der ist schon eine harte Nuss, muss ich ja schon sagen. So, wir wechseln aus. Wer kommt denn jetzt? Ach ja, wie heißt er denn nochmal? Wie heißt der nochmal? Shaozu, genau. Nein. Was machst du denn, Shaozu? Ach man. Keine Ahnung, Shaozu wird nicht sterben. Du brauchst dir keine Gedanken mehr machen. Shaozu schafft das schon. Er kriegt nochmal ein Datomba ab hier. Leb wohl, Tenshinhan. Bitte lass dich nicht umbringen. Was tut er da? Leb wohl, Tenshinhan. Nein, er will sich opfern. Warum? Nein, warum? Tu es nicht. Shaozu ist tot. Er hat sich geopfert. Geopfert für nichts. Einfach für nichts. Nappa hat's überlebt. Scheiße. Nein, nein, nein. Ja, wir können, wie er schon sagte, wir können Shaozu mit den Dragon Balls wiederholen, aber die müssten wir erstmal finden. So, der hat gesessen. Jetzt muss ich mich nur noch aufladen, falls der Affe wieder kommt. Und der wird kommen. Nein, die K.O.-Attacke kann ich nicht machen. Bitteschön. So. Das war halt ein bisschen geschwächt. Aber so viel schwächen können wir ihn auch nicht, weil mit der K.O.-Attacke können wir leider nichts anfangen. Denn diese schwächt uns einfach so sehr. Fuck. Fuck, 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 fuck. Boah, Glück gehabt. Er greift erstmal fett mit seiner K.O.-Attacke an, ey. Okay, das hat auch ein bisschen gesessen, nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe. Jetzt abhauen, ich hau nochmal ein bisschen ab. Ey, krass, wie viel Leben der Fuzzi einfach hat. Er kommt. Okay, wir schaffen es. Wow, das geht hier echt ab, Mann, Leute. Echt ab. Bam. Schieß den Nappa weg hier. Schaffst es, Tenshinhan. Wir müssen nur ein bisschen auf Distanz bleiben, dann geht das auch. Boah, heftig, was für eine Range die hat. Boah, und wir treffen von so weit. Das ist schon gut. Richtig gut. Probieren wir nochmal was aus. So, dann haben wir dies auch geschafft. So, ich bin gerade... Oh, fuck. So, jetzt gehen wir hier nochmal so eine hier. Scheiße. Ey, müssen wir sterben? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein. Ich weiß es nämlich leider gar nicht. Bam. Weil der Kampf, der dauert ja schon etwas länger, ne? Aber Tenshinhan schlägt sich echt gut. Wir ballern einfach alles drauf, was wir haben. Okay. Scheiße. Oh Mann, ich weiß echt nicht, ob wir jetzt, ob wir wirklich sterben können. Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Das weiß ich nämlich gar nicht. Das ist doof. Okay, das war jetzt Fail. Ja, jetzt sind wir tot. Doch, wir mussten sterben. Okay. Du hast mich fast ein bisschen erschreckt. Okay, jetzt müsste Son Gohan kommen. Scheiße, er ist auch tot. So viele, die ihr Leben opfern. Jetzt kommt Son Gohan. Okay, Son Gohan. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Genau, Piccolo darf nicht sterben. Sonst sind die Dragon Balls auch verloren. Und wir können unsere Freunde leider nicht mehr wiederholen. Es ist einfach so scheiße einfach nur. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Jawohl. Los, verzieh dich bloß. Nein, komm, 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 komm. Scheiße.
Ich bin ein kleines... Das ist halt Son Goku, ne? Wenn der Kleine sich mal was hier... Wieso kann ich die nicht abwehren? Okay. Versuchen wir eine K.O.-Attacke. Los, das schaffen wir doch. Jawohl, schön die K.O.-Attacke benutzt. Dann sehen wir die auch mal hier im Einsatz. Los, hau noch einen drauf. Sauber. So will ich das sehen. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Hallo. So. Jetzt ist aber Schluss, du Winzling. Scheiße, was macht er? Was tut er? Piccolo, nein. Piccolo, nein. Du sollst nicht sterben, Piccolo. Nein. Oha. Er hat sich auch geopfert. Scheiße. Piccolo ist auch von uns gegangen. Oder geht jetzt von uns. Ja, er hat durch... durch Son Gohans Training hat er halt Gefallen an ihn gefunden. Also, Son Gohan hat ihm was bedeutet. Und... ja, es war schon ein richtig, richtig guter Freund eigentlich für ihn. Und Piccolo hat sich genau deshalb geopfert. Siehst du, da steht, du bist der Einzige, der mich hier wie ein Freund behandelt hat. Und deswegen hat Piccolo sich geopfert. Und jetzt stirbt Piccolo, weil er sich halt geopfert hat für Son Gohan. Naja, ich glaube, jetzt kommt Son Gohan wieder und es sind drei Leute jetzt schon gestorben. Drei Leute. Drei Leute, die sich geopfert haben. Und es ist einfach sehr schade. Aber wir kriegen ihn kaputt. Scheiße. So, stirb, du Bastard. Son Gohan wird dir schon zeigen, wer was eine Hake ist. Oh, wer kommt jetzt? Oh, er hat wieder volles Leben. Son Goku ist da. Ja, Son Goku ist endlich da. Jawohl, endlich ist er hier. Und jetzt kann Son Goku zeigen, wie es ist, ihn platt zu machen, wie es ist, den Schmerz zu spüren, was die anderen erleidet haben, wird Son Goku ihn jetzt zeigen. Dieser Mistkerl. It's over 9000, da war dieses Gespräch, was man halt immer hört, so zum, boah, guckt euch das an, wie wir uns aufladen. Und jetzt geben wir eine Genki-Dama ab. Okay, doch nicht. Guckt euch das an, wie wir uns aufladen. Boah, was eine Kamehameha, Alter. Heftig. Dann kriegst du halt eine Kaioken ab. Scheiße, ich wollte eine Kaioken machen. So, da gibt es eine heftige Kaioken, also wenn die nichts bringt, Mann. So, Bart. Er kriegt nochmal eine. Kamehameha. Volle Ladung. So. So, wenn jetzt mal eine Genki-Dama geht, das wäre korrekt. So, bitteschön, mein Freund. Also wenn das jetzt nicht fast der tot ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, er ist fast tot. Jetzt kriegt er nochmal eine volle Kamehameha ab. Und das war's. Er ist besiegt. Nappa ist besiegt. Und jetzt fleht der Vegeta an, dass er ihn bekämpfen soll, was er auch tun wird. Aber erst nächste Mal. Und das war's. Nappa ist geschlagen. Bam. Ich habe keine Verwendung mehr für dich. Und wer die Folge kennt, weiß, dass Vegeta ihn umbringt. Also Nappa wird sterben. Leider Gottes wird er sterben.
Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ich werde das Spiel speichern und ja, ich hoffe einfach, dass ihr mal fleißig Kommentare schreibt und sagt, wie ihr das Projekt findet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Tschüss!